Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und ihr seht, ich bin wieder draußen unterwegs und heute mal an einem anderen Laden, und zwar in Remscheid beim Zoo und Co. Das habt ihr garantiert schon mal gehört, spätestens von Izzy mit seinem Kanal, weil er auch ständig hier ist und Sachen holt. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ich treffe mich mit dem Thomas und wir werden auch mal so ein bisschen quatschen und uns den Laden angucken. Oh, Thomas! Ja, das war lustig. Auch nicht so aufdringlich, ne? Und die halten sind, du siehst es auch schon. Ich erkläre den Leuten nochmal, wenn sie wissen wollen, wie die Tiere sich verhalten, einfach einen Meter zurück. Und dann siehst du schon eigentlich, wie die Tiere sich verhalten. Die sind zum Beispiel wirklich als kleine Traube immer unterwegs. Mhm. Ja? Wohingegen jetzt zum Beispiel, wenn du die Neon siehst oder so, die sich halt schon mehr oder weniger aufsprengen, dass sie sich halt mehr verteilen. Ja? Das ist ganz merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was die Leute hier so teilweise machen. So, jetzt sind wir also hier im Laden, ne? Und wir sehen schon hier zum Beispiel, Dojo ist am Start, relativ viele Schaubecken, also das haben sie halt wirklich schön eingerichtet und natürlich auch einiges an Fischen da, und da gibt es dann nämlich nochmal so ein separates Interview mit Thomas, wo wir dann auch ein bisschen darüber reden, was ich vielleicht an Fischen einsetzen könnte für mein 60p, und das wird, glaube ich, ganz spannend. Das seht ihr dann als nächstes hier. So, einen kleinen Eindruck habt ihr jetzt ja schon bekommen vom Laden, aber jetzt wollen wir uns erst nochmal die Becken hier angucken, die hier rumstehen, denn die Schaubecken sind schon wirklich geil, ja, also das haben sie schon wirklich gut hinbekommen. Das ist das Becken, was einen gleich am Eingang begrüßt und sozusagen einleitet. Sehr cooles Ding. Und dann geht es halt weiter. Also viele Skaper-Tanks stehen hier rum, ja. Viel mit den Shihiros-Leuchten, kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber die Becken sind alle top gepflegt, top eingerichtet. Das macht also wirklich Spaß. Ja, da hat man dann auch wirklich gleich, man sieht halt die Mühe und man merkt sofort, okay, hier, wenn ich jetzt was zum Thema Aquascaping machen will, dann bin ich hier halt richtig aufgehoben, weil man an dem Becken halt einfach sieht, dass Aquascaping hier tatsächlich auch wirklich ein Thema ist, nicht wie in anderen Zooläden, ne? Das zum Beispiel mega, mega, mega krasse Wurzel, ja, also da überlege ich mir, ey, was man mit dem Ding alles machen könnte, und solche Sachen findet man hier halt echt viel, ne? Thomas fährt ja auch selber wirklich zu Aquadeco nach Dortmund und sucht die Sachen halt von Hand aus, was sie hier an Hardscape haben, und das sieht man. Das ist eine geile Auswahl. Ich zum Beispiel Seegebirge, mega, mega geile Mainstones, und das macht schon wirklich Spaß. Also Hardscape-mäßig kriegt man hier wirklich geile Sachen, auch halt Sachen, die nicht so alltäglich sind, weil sie halt wirklich handausgesucht sind. Das sind wirklich schöne Steine, sehr ausgefallene Sachen zum Teil, aber es ist schon cool. Also das lohnt sich auf jeden Fall allein deshalb schon. Ja, und dann natürlich auch Hardscape-mäßig so ein paar Showbecken hier am Start. Hier zum Beispiel ein Scapers-Tank, der jetzt mit Mini-Landschaft eingerichtet wird. Das ist auch nett, dass man eben dann auch keine kompletten Becken nur sieht, sondern zum Teil auch wirklich nur Hardscape-Becken. Das macht natürlich auch so die Auswahl so ein bisschen leichter für sich selber. Der Kater ist irgendwann vom Bücherregal, was neben dem Aquarium, also kleines Regal mit Aquarium, Bücherregal daneben, ist der Kater dann auf das Aquarium gesprungen und hat offenbar nicht begriffen, dass da nichts drüber war. Und hat dann so das halbe Aquarium ausgeschüttet und dann war das hier auch die Hälfte im Eimer. So, und was halt wirklich cool ist, ist hier, Thomas hat alles an Shihiros-Sachen im Laden. Das habe ich bisher noch nie vorher gesehen, ja, dass man wirklich mal einen Laden hat, wo die ganzen Shihiros-Sachen am Start sind. Also alle Lampen, also unterschiedliche Tools auch noch, die quasi mit über Shihiros vertrieben werden. Und zum Beispiel auch so Geschichten wie die Hängehalterung für die Shihiros A-Series. Ja, das habe ich auch noch nie live gesehen, aber coole Sache, definitiv. Und dann natürlich die Fische. Das ja auch gerade schon gesagt, ne, das Interview, da geht es auch nochmal um das Thema Fische. Ich habe mich also auch viel mit Fischen hier beschäftigt, tatsächlich. Das wird ein reines Hinter-Aquarium, wobei wir mit den Steinen noch nicht glücklich sind. Da müssen wir mal gucken, dass wir das nochmal verändern. Aber der Rest, wo jetzt der Kies ist, da sind überall die Hinterschichten am Ende. Ne? Das ist das erste, glaube ich, wirklich mal ein bisschen klar. So, und dann geht es eben hier nochmal weiter, nochmal andere Showbecken, nochmal mehr Hardscape am Start. Also da auch nochmal so eine Art Wüstenlandschaft sozusagen. Und dann natürlich, das habt ihr garantiert auch schon mitbekommen von Sascha Heuer, der ja hier war, der hat ja einen Workshop gegeben zum Thema Wabikusa. Und es stehen hier halt auch echt viele Wabikusa rum. Auch mit den Shihiros-Lampen, das ist auch schon mal eine nette Sache. Da sieht man auch noch einen Terra 30. Und hier jetzt einmal ab in die Katakomben, auch sehr, sehr cool. So, und so sieht es hinter den Becken aus. Das ist immer ein sehr spannender Einblick. Denn hier kann man mal wie gesehen, wie die Filterung auch funktioniert. Ja, also verschiedene Filtermedien direkt an den Becken und halt ein komplettes Rohrsystem für die ganze Anlage. Das ist schon ein cooler Einblick.
Aber zum Schluss noch ein paar Sachen hier mit den Pflanzen, also Pflanzenshowbecken und generell die Pflanzenbecken. Nicht so groß wie vielleicht in anderen Zooläden, aber wesentlich besser gepflegt. Zum Beispiel alle Pflanzenbecken mit CO2 und Dauertest drin. Ja, also man kann direkt gucken, haben sie genug CO2 drin. Sehr cool gemacht. Hier nochmal das Terra 30. Ich muss ja echt sagen, ich finde die sehr, sehr geil. Ich will so ein Ding irgendwann auch bei mir stehen haben. Also das könnte ich mir gut vorstellen als nächstes Projekt, so ein Terra 30. Werde ich mal schauen, wie ich da dran komme, was man damit machen könnte. Aber das ist auf jeden Fall wirklich nett. Also es lohnt sich einfach. Es ist ein schönes Konzept, wirklich. So, noch mehr Wabikusa. Wie gesagt, viel Wabikusa am Start. Hier auch die ganzen Tropika-Pflanzen, die In-Vitros. Also da kriegt ihr auch wirklich alles, was ihr haben wollt. Und auch nicht nur Tropika, auch von allen anderen natürlich. Und generell, also schöner Laden. Thomas hat mich nicht zum letzten Mal da gehabt, auf gar keinen Fall. Allein schon, wenn ich die Fische hole, bin ich wieder da.